ist mal wieder ein China-Pick hingekommen. Ich mache jetzt einfach ein Unboxing, ohne zu wissen, was da eigentlich drin ist. Mal schauen. Oh ja. Hier haben wir sie. Okay. Ich habe vier von diesen komischen Feuerstein Dingern bestellt. Wie nennt man das denn? Die ewigen Streichhölzer oder so? Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein. Okay. So, eigentlich. Eigentlich weiß ich es nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube, normalerweise müsste da Feuerzeugbenzin rein, wenn ich mich nicht irre. Und dann kann man die Teile so anmachen. Aber, habe ich was da? Wie nennen sich diese Dinger denn? Jetzt muss mir mal einer helfen, weil ich bin gerade ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Ich werde jetzt mal kurz nachgucken, da müsst ihr mir mal 2 Sekunden geben. Weil ich jetzt unbedingt wissen will, wie diese Teile heißen. eBay. Ich habe sie auf eBay gekauft. Das weiß ich noch. Akzeptieren. So. Käufe. Dann gucken wir doch mal. 4 Stück habe ich davon bestellt. Für ewiges Streichholz. Benzinfeuerzeug. 2,69 Euro. Es ist ein ewiges Streichholz. So. Die Frage ist. Okay, das Streichholz wird in den Kastenteil eingeschraubt, damit es leicht verstaut werden kann. Und der Docht mit Feuerzeugflüssigkeit getränkt. Und der Docht mit Feuer, das ist so ein bisschen, diese chinesische Beschreibung ist ein bisschen eigenwürdig. So dass er jedes Mal aufleuchtet. Gas benötigt. Wenn Sie es verwenden, mit einem Schlüsselring einfach zu tragen. Okay. Das Produkt enthält kein Kerosin, sagt er mir. Das ist ja schon mal schön. Kein Feuerzeugbenzin hier. Ich finde es aber trotzdem ziemlich nice. Was heißt, im Endeffekt von der Logik her, man öffnet es, man hat da unten hat man Feuerzeugbenzin drin, wo der Docht eingetaucht wird. Und dann braucht man einfach nur Bäm und schon brennt das Streichholz. Ja, da ich leider ein bisschen Laie bin und mir das einfach so mal aus dem Stehgreif bestellt habe, wahrscheinlich hat euch das Video nicht gefallen, weil ich ein bisschen verwirrt war und nicht wusste, was ich mir da gekauft habe. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr Bock habt, meinen Kanal trotzdem abonnieren, mir ein Like da lassen oder ein Dislike. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.